Hi zusammen, Hannes hier auf der IFA am Stand von Gigaset und ich habe hier das Gigaset Mi Pure. Das ist die kleinste bzw. besser gesagt günstigste Version von Gigaset. Vorhin haben drei Geräte vorgestellt, das hier ist jetzt der günstigste Vertreter. Und muss ich allerdings trotzdem nicht verstecken, denn wir haben hier trotzdem ein 5 Zoll Display mit Full HD Auflösung, sprich 1920x1080 Pixel. Und wir haben hier auch das sogenannte Bone Inducting verbaut, sprich statt eine Hörmuschel hier oben, wie man sieht, also hier ist komplett durchgehendes Glas. Wurde hier ein vibrierendes Display mehr oder weniger eingebaut, das eben dann den Schall per Vibration an das Gehör weitergibt. Sehr spannende Geschichte, sehr spannende Technik auf jeden Fall dahinter und verhindert dann natürlich auch, dass hier oben irgendwie Schmutz reinkommen kann, Feuchtigkeit reinkommen kann oder ähnliches, denn die komplette Front ist geschlossen, komplett mit einer großen Glasplatte. Ja, Glas auch Gorilla Glas 3, 2.5D Wölbung hier an Rand, sprich es geht schön rund hier in das Gehäuse über. Und ja, da schauen wir uns jetzt auch mal an. Wir haben hier ein Aluminiumgehäuse, sprich komplett Aluminium, Rückseite und Seiten. Da haben wir hier einen Power-Button. Wir haben hier den SIM-Karten-Einschub bzw. SIM-Karte und Micro-SD. Denn letztendlich kann man entweder zwei Nano-SIM-Karten einsetzen oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte. Wir haben Fingerprint-Reader, wir haben hier die 13-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Auf der linken Seite dann hier noch einmal die Lautstärke-Taste, sprich Lautstärke hoch, runter. Und auf der Oberseite dann hier einmal den Headset-Anschluss, sprich 3,5 Zoll Klinke und dazu hier einmal ein Mikrofon für die Geräuschunterdrückung beim Telefonieren. Und auf der Unterseite dann USB-Typ-C-Anschluss, Stereo-Lautsprecher dazu, also wirklich alles drin, was man so brauchen kann. Hier jetzt nicht irritieren lassen, es läuft kein Vanilla-Android drauf, sondern die Gigaset UI. Das ist jetzt hier leider noch ein Demo-Gerät, das noch nicht ganz fertig war. Deswegen sieht es jetzt halt hier eben noch sehr nach Stock-Android aus. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, hier an der Vorderseite, wir haben noch eine 8-Megapixel-Kamera auf der Front, sprich auch Selfies oder Videos oder Videotelefonie ist damit kein Problem. Quick-Charging ist mit an Bord, ein Snapdragon 615 Octa-Core steckt übrigens drin. Dazu 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, der dann eben auch, wie gesagt, erweiterbar ist per Micro-SD-Karte. Gut, dann soweit erstmal zum Gigaset Mi Pure und dann bis zum nächsten Mal.